Sie sind sensibel, manchmal aber auch traumatisiert. Dann hilft Pferdeprofi Sandra Schneider. Lernen Pferde zu verstehen, das macht sie mit Hingabe. Das ist wie eine Droge für mich. Also wenn ich habe ja Pferde, mit denen arbeite ich über längere Zeit zusammen. Die kommen zu mir und sind einige Wochen oder Monate bei mir oder ich fahre da immer wieder hin. Und dann gibt es aber auch diese Problempferdetage, wo ich wirklich ein Pferd treffe, was ich überhaupt nicht kenne, wo ich den Besitzer nicht kenne. Ich bin schon aufgeregt, weil ich ja wirklich gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Auch Marie Hennemanns Pferd Zeron hat ein Problem, panische Angst vor Kühen. Wenn die Schülerin mit ihm ausreitet, wird es deshalb oft gefährlich. Und auf einmal galoppiert er los und man kann ihn nicht mehr bremsen. Der beißt sich dann fest auf seinem Gebiss und man kann ihn nicht mehr halten. Und er nimmt keine Rücksicht auf Verluste, das heißt, er rennt auch ins Gebüsch oder er rennt Leute um und das wird wirklich lebensgefährlich. Besitzerin Marie ist extra aus dem Sauerland angereist, damit ihr Zeron seine Furcht endlich überwinden kann. Doch dafür muss er auf diese Kuh treffen. Ich hoffe, dass es was wird und dass Zeron sich so verhält, wie er sich immer verhält. Und dass wir das dann lösen können und am Ende alles gut wird. Ich bin schon angespannt, also ich habe schon Angst. Im Pferdezentrum Alsfeld kommt es zur Begegnung. Oh, man merkt gleich, wie sich die Muskeln anspannen. Denn der vermeintliche Feind kommt immer näher. Pferdeprofi Sandra Schneider versucht zu vermitteln. Schön, die Anlese ist. Meinst du, geht? Willst du mal ein Stück näher kommen? Jetzt frage ich ihn, ob er ein Stückchen näher kommen kann. Näher geht auf gar keinen Fall. Woher Zeron seine Angst hat, ist ungewiss. Das Treffen zwischen den Tieren, auch für die 18-Jährige ein offenes Experiment. Ich bin ziemlich angespannt und ich habe jetzt auch immer noch Schiss, dass er losrennt. Denn der Abstand zwischen Kuh und Pferd wird immer kleiner. Zu viel für Zeron. Ist nicht schlimm, Hase. Ja, sie hat gesprochen, ich habe das genau gehört. Seit 2003 nimmt sich Sandra Schneider den Sorgen und Nöten verzweifelter Pferdefreunde an. Dafür verlässt sie ihren Heimatort Donsbach im Westen Hessens. Arbeitet damals noch im Büro. Auf einer Ranch in New Mexico lernt sie den Umgang mit Problempferden. Das hat wirklich mein Leben absolut auf den Kopf gestellt und verändert, weil ich gemerkt habe, das ist genau das, was ich machen möchte. Und das Leben ist zu kurz, irgendwas zu machen, wo das Herz nicht dran hängt. Und das hat mich komplett geflasht. Und als ich dann wieder in Deutschland war, war nicht mehr daran zu denken, ins Büro zu gehen. Also das war wirklich vorbei. Ich habe wirklich meine Berufung gefunden. Diese Empathie merkt auch Zeron. Immer weiter traut er sich an die Kuh heran. Genau das muss Besitzerin Marie nun den Sommer über mit ihrem Pferd trainieren. Das heißt, Lob immer, wenn er was richtig macht. Ich fand es ziemlich spannend, wie Sandra mit ihm gearbeitet hat. Hat mir auf jeden Fall neue Eindrücke gegeben, was ich anders machen kann, was ich besser machen kann. Und dass es so hoffentlich in der Zukunft dann klappt mit uns beiden, dass wir wieder ausreiten können und dass er keine Angst mehr hat vor Kühen. Bis September noch tourt Sandra Schneider durch die Reithallen in Deutschland und hilft den Pferdebesitzern live vor Publikum, ihre sensiblen Tiere besser zu verstehen.